So, liebe Leute, damit die Alpensteinböcke möglichst schnell einziehen können, brauchen wir erstmal eine Barriere. Und um die abstecken zu können, brauchen wir wiederum die Alpensteinböcke. Wir fangen also einfach mal bei den Tieren an, checken mal, was es hier im Angebot gibt. Und da haben wir schon ein brauchbares Weibchen. Hier hätten wir noch eins, das ist noch viel brauchbarer und das ist mit dem Bock. Jawohl, den nehmen wir auch. Hätten wir schon mal die ersten Tiere, noch ein Weib dazu. Sind wir schon bei 4, jetzt gibt es erstmal keine Medaillen, aber damit können wir arbeiten. Also, 4 Tiere haben wir ergattert, die schicken wir schon mal in die Quarantäne. Und die haben wir jetzt aktuell hier hinten. Nehmen wir die doch. Und zimmern jetzt erstmal eine Barriere hin und gucken einfach mal, wie wir mit dem Berg überhaupt klarkommen. Das dürfte relativ kompliziert werden. Ich bilde mir zumindest nicht ein, dass das ein Spaziergang wird. Also, wir gehen doch hier mal mit 20 Metern rein, starten einfach mal hier. Wie haben wir es denn? Oben flach. Könnte problematisch werden. Ja, gucke. Ist nicht. Dann machen wir doch mal Wellenform. Und da haben wir das nächste Problem. Da kommen wir den Berg nicht hoch. Ah, wie machen wir es? Dann machen wir es hier mit. So. Wo sind wir denn hier? Da sind wir. Wir gucken schon raus. Okay. Gut. Das ist ätzend. Moment, Moment. Wir machen sie aus Glas. Ich falle immer wieder drauf rein. Machen wir es einfach so. Probieren wir es doch nochmal so. Und sehen, auch da scheitern wir direkt. Probieren wir es mal mit kleineren Stücken. Und dann ist die Welt auch schon in Ordnung als vorher. Um Gottes Willen. Wilde Wortschöpfungen hier. Also, so geht das. So. Einmal hier großzügig drumherum. Wie war das? 2000 Quadratmeter ungefähr, ne? Ich glaube, das hier sind 8. Sag ich jetzt einfach mal so. Na, ups. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oder den Pfosten. Also. Ich glaube, das ist wirklich viel zu viel. Also, nee, das weiß ich, dass es viel zu viel ist. Bei mir ist nicht ganz klar, wie viel das zu viel ist. Wahrscheinlich unendliche Menge viel zu viel. Achtung, festhalten. Och, doch nur 4,9. Oh, ich dachte, es wäre schlimmer. Gut. Also, hier ist safe. Hier können die Tiere nicht raus. Das haben wir ja gecheckt beim letzten Mal. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr verstecken hier. Das ist noch ein bisschen zu offensichtlich. So. Die Frage ist jetzt in der Tat, können die Tiere diesen Berg nutzen? Da bin ich echt gespannt. Wenn nicht, naja, dann ist das Gehege auch nicht viel so groß. So. Ja, ich übertreibe wieder vollkommen. Ist mir wurscht. Ist mir vollkommen egal. Wir checken das aus, wenn die Tiere da sind. Jetzt ist die Frage, was macht die Quarantäne? Ah, wenn man davon redet. Also, einmal. Nee, eine Sache noch. Passt auf. Arbeitsbereiche. Der Alpensteinbock. Ah, jetzt aber hier, hä? Tippen. So. Dazu machen wir einen neuen Arbeitsbereich auf. Nehmen wir einfach Steinbock, was soll das denn, ne? Das reicht. Da gehören jetzt die mit rein, da gehört das mit rein. Und auf jeden Fall vorerst die hier. Nur das nicht. Das nicht. So. Damit wäre schon mal sichergestellt, dass hier überhaupt jemand arbeitet. Und dann stellen wir gerade noch Personal ein. Wir nehmen einmal alles. Passt mal auf, das machen wir jetzt mal im Pausenmodus, sonst rennen mir die weg. Techniker wäre gut. So, alles mal vom Himmel fallen lassen. Verkäufer haben wir schon. Tierarzt brauchen wir nicht. Ausbilder brauchen wir jetzt noch nicht. So. Also, dann probieren wir mal dran zu bleiben. Hier.
Steinbock. Steinbock. Oh, er fehlt noch. Wunderbar. Haben wir das? Und jetzt gehen wir an die Quarantäne. 1, 2, 3 und haben wir schon alle. Und bevor jetzt irgendein Gast hier ein Tier sieht, muss die Spendendose her. Jawohl. Wird schnell mal alles gepflastert hier oben. Und nicht nur oben. Auch mal irgendwo, wo es geht. Geht nirgends. Ich werde wahnsinnig. Da ist ein Spot. Ja, auch Mathilde. Pass mal auf, das machen wir noch. Geht nicht mehr. Ja, zu spät. Ja, es kommt schon. Ist zwar nicht mehr viel zu helfen, aber ja, besser als nichts, ne? So, hier. Bleibst du da? Ich bin natürlich jetzt hier zu dunkel. Ich will... Oh, hier, da. Da ist das Männchen. Jawohl. Das ist doch schon mal geil. Flott unterwegs. Genug Auslauf. Und jetzt kommt die spannende Frage. Yo. Mega gut. Das geht ja richtig hoch hier. Können wir vielleicht einfach noch 5108, das kann ja wohl nicht sein. So groß ist das Ding doch gar nicht. Moment mal. 4996 und die haben wie viel? 5108. Ja, nun gut. Dann ist das halt so. Vielleicht können wir hier noch ein Gehege abtrennen und hier vorne noch irgendwas anderes reinmachen. Das wäre noch eine Idee. Oder wir probieren doch noch irgendwas anderes rein zu vergesellschaften, was hier auch ganz gut rein kann. Aber gut, wir checken jetzt erstmal, was hier überhaupt Masse ist. Kurzes Gras ist viel zu wenig. Machen wir das erstmal so, das Wichtigste hier. Dann gehen wir mal so rum rein. Und dann passt das schon. Erde, Fels, alles gut. Und wir könnten natürlich hier Schnee auf den Berg bringen. Das wäre jetzt natürlich auch eine Idee. Mal zumindest hier in diesem Bereich, oder? Wir machen mal die Wand hier. So ein bisschen hier die Gipfel noch anzuckern. Zumindest mal von der Seite, wo man es sieht, ne? So, hier noch die Ausläufer. Und dann kommen erstmal die Klimageräte rein. Ja. Ein paar zumindest, oder? Das machen wir jetzt schnell. So, an Oberfläche ausrichten. Und jetzt machen wir es einfach mal random hier verteilt.
schon mal nicht ganz so schlecht. Mal gucken. Den Berg einlassen kann ich es ja mal irgendwann anders. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt in der Folge machen. So, noch ein bisschen Schnee hier hin. Aber hier unten nicht so dicht. Nach oben dichter werdend. Boah, das ist jetzt schwierig hier mit dem Schnee. Das geht nicht gut. So. Nur das Blöde ist, dass die Tiere von dem, was ich hier jetzt tue, auch nichts zu essen bekommen. Das wäre jetzt also die nächste und eigentlich wichtigere Baustelle. So, lassen wir das jetzt mal. Okay, also, wir checken jetzt mal, was hier los ist. Das passt jetzt soweit. Dann die Bepflanzung. Ja, da haben wir das Thema. Echt wenig Bepflanzung. Und da müssen wir noch irgendwie den Übergang zwischen diesen beiden Gehegen schaffen, mit dem bisschen, was wir hier im Angebot haben. Ja, Dammhirsche hier, da ist ja nichts dabei. Tiger hat nichts an Bäumen. Klar, wo ist jetzt die Überraschung, ne? Ein paar von den Kollegen haben wir hier. Dann rahmen wir das Hütchen hier wenigstens mal so ein bisschen ein. Das macht es mir jetzt nicht ganz einfach. Der Hang ist natürlich gerodet, ne? Nicht ganz ordentlich, aber weitestgehend. Ein paar haben halt einfach kein gutes Holz geliefert. So, wir haben echt nur diese blöde Waldkiefer, sonst haben wir nichts im Angebot. Vielleicht müssen wir einfach ein paar Dinge reinnehmen, die nicht ganz so beliebt sind. Zumindest bei unseren Steinböcken. So, Rotation. Einfach mal ein bisschen random. Ups. Ich glaube, hier ist tatsächlich noch eine Winkelausrichtung angewiesen. Ach so, ja, zu essen kriegen sie immer noch nichts durch die Aktion hier mit den Bäumen, gell? Ja, ist ja gut. Also, Butter und Wasser, was haben wir denn hier für die Alpensteinböcke? Wir wollen nichts liken. Wir nehmen jetzt einmal hier Wässerchen.
Vielleicht können wir doch irgendwie den kleinen See machen. Wir haben auch noch immer keinen Strom. Also, eins nach dem nächsten. Ein Ziegenkletterberg. Ach, sowas gibt es dann doch. Das ist natürlich nice. Ich hoffe nur, dass die auch da drauf kommen. Das... Uff! Wo sind die jetzt beim Spielzeug? Das geht ja mal gar nicht, das Ding. Na klar, und dann nur 2000 Quadratmeter Gelände. Leute, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Oh, das geht ja hier mit so einer Height-Map fast gar nicht, ne? Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, geht's hier besser? Jo. Machen wir das mal so. Und dann probieren wir das mal irgendwie zu retten. Hier geht's, ja? Okay, jetzt ist natürlich dieses Geschöpf hier im Weg. So. Also, es gibt nur einen Kletterberg. Ein zweiter geht hier gar nicht rein in dieses kleine Gehege. Ich werde wahnsinnig. Das macht mich ja echt verrückt. So, das macht mich wirklich verrückt. Das macht mich so verrückt, dass ich hier schon überall drauf klicke, wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Melonenfutterspender. Ups. Komm, das ist auch wieder blöd. Hier geht's besser. Passfutterspender. Machen wir einmal hier hin. Vogelscheuche machen wir einmal dahin. Geht nicht, auch egal. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. So. Jetzt wird mir hoffentlich keiner mehr verhungern. Wohlbefinden ist schon mal gut. Rückzugsort reicht auch. Wahrscheinlich brauchen die gar keinen. Doch, hier. Da ist aber mehr als genug. Das ist schon mal gut. Das Ding will ich vollkommen im Einsatz sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. So. Jetzt haben wir auch diesen Hüppel hier weg. Hier oben. Tatsächlich finden sich die ersten Leute ein. Das gefällt mir schon mal gut. Was mir nicht gefällt, ist dieser Weg hier. Zumindest hier sollte er... Baulicht. Ja. Ich weiß, dass ich es anhab. Heute weiß ich es zumindest. Bis zum Eingang des Gebäudes. Warum es jetzt den Tunnel erweitert hat, weiß niemand. Ist aber auch egal. Okay, die Frage ist, was machen wir denn generell mit der Barriere hier? So, mal ganz generell. Ich habe nämlich gerade noch keine Idee. Solange ich mich jetzt inspirieren lasse, ziehe ich die einfach mal ein bisschen hin und her. Glas lassen. Stell die Frage einfach mal so in den Raum. Glas lassen. Habt doch bitte mal eine Meinung dazu. Wir probieren jetzt mal eine Kleinigkeit hier aus. Wir probieren mal wieder mit dem Gewässer irgendwie hier zu arbeiten. Muss das Ding weg?
So, das ist jetzt noch nichts. Hier vorne ist die Schwachstelle. Immer noch da. Das ist sehr klein. Aber warum nicht, ne? Haben wir schon mal einen Tümpel? Dann machen wir noch einen weiteren. Irgendwie müssen wir die Landschaft ja ein bisschen schöner kriegen hier. Hier machen wir noch ein Loch hin. Ups. Jawohl, so wird es besser. Das Terrain können wir komplett auseinandernehmen. Juckt ja keinen hier. Vielleicht machen wir den nach hinten noch ein kleines bisschen größer. Und vielleicht auch einfach so ein bisschen gekrümmt. Das würde ich, glaube ich, ganz nice finden. Ja, wir kommen der Sache näher. Das ist gut. Machen wir hier den Gipfel noch ein bisschen weg. So. Wir können ja hier sogar, sag mal, sehr steile Passagen lassen. Damit haben die Tiere ja tatsächlich keine Probleme. Ein bisschen mehr Knick hätte ich gerne gehabt. Ein klein wenig noch. Gehst du da weg? Ja, das habt ihr jetzt davon, ne? So sollte das aussehen, aber wir brauchen jetzt noch beim Wasser Automalen. Hier unten auch noch. So, sieht man das Wasser denn von hier? Jawohl. Jetzt gibt es gleich wieder bei den Luchsen Ärger. Ich sehe das schon kommen. Auch noch ein drittes Gewässerchen, oder? Auch ein ganz kleines irgendwo. Irgendwo sind hier in dem Bereich, das ist ohnehin schon relativ flach. Habe ich natürlich das Automalen an. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig zweckdienlich. So. Und das Problem hier ist vorne. Erhöhen wir es dann noch mal ein bisschen. Jawohl. So ist das mega gut. Okay, dann haben wir ein bisschen Wasser hier drin. Wir haben den Kletterstein.
Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Strom. Dringend. Und, ja. Nee. Doch, so. Da gehen wir mal los. Und hier verabschieden wir uns einfach mal ins Gelände rein. Frage ist, in welche Richtung? Irgendwo so nach hier vorne, ne? Bisschen um die Ecke, damit die Leute nicht so viel sehen. Ja, das dürfte passen. Wir gehen jetzt mal ein Stück gerade, ohne aus dem Berg rauszukommen. Das war das letzte Stück, was wir nicht mehr brauchten. Bauen das jetzt mal auf dem Mitarbeiterweg um. Und damit seid ihr raus aus der Nummer. Wie ist denn das, wenn man von hier kommt, sieht man's? Ja, man sieht es. Dann machen wir das ganz anders. Dann machen wir es erstmal so. Dann machen wir das so. Wird's da schon hell? Nee. Das ist aber schon die Barriere. So, und mit ein bisschen Glück. Nee. Nee, hier kriegen wir nichts mehr davor. Bauen wir also unsere Gebäude nach hinten. Da nehmen wir Strom. Der muss auf jeden Fall das Gelände abflachen, sonst wird das hier nichts. So, Höhe. Haut hin. Dann nehmen wir einmal die Wasseraufbereitung. Ich hoffe einfach. Ja, das war schon die Position. Hier. Ich hoffe einfach, dass das alles von der Reichweite genügt. Checken wir jetzt mal. Strom. Ah ja. Laden ist drin. Wasser hat aber eine kleinere Reichweite. Oh ne, das ist Wasser. Strom. Super. Hier müssen wir halt noch irgendwie überbrücken. Dann lassen wir das so. Hauen das beides noch in den Arbeitsbereich rein. Okay, und jetzt schwebt natürlich dieses Gebäude noch. Da müssen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal drum kümmern. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch ein kleines bisschen Grün reinbringen. Und ich würde sagen, wir reizen es auch fast aus. Aber nicht nur damit. Sondern jetzt kommen mal ein paar andere Sachen noch dabei. Bis hier alles so ein kleines bisschen auflockern könnten. Haben wir denn irgendwas Schilfiges? Wahrscheinlich nicht, ne? Slimekraut. Ich komme damit einfach nicht klar. Was soll ich damit tun? Oh, was ist los? Die Pillendreher. Ja, dann aber schnell. Das gibt immer so viel Ärger. Hier die Eulentiere raus. Die nicht so guten Tiere auch raus. Dann haben wir es schon gleich wieder. Ups. Und die drei noch. Jawohl.
Das haben wir jetzt verpasst wegen der Pillendreher. Vielen Dank. Aber gut, das dauert ja nicht sonderlich lange, bis das hier losgeht, bis es hier im Karton rappelt. Der hat seine Aufgabe verstanden. Wir werden es also wahrscheinlich des Öfteren sehen. Wir können tatsächlich noch ein paar Pflanzen reinbringen, dann machen wir das noch. Auf jeden Fall aber auch noch Steine. Eiselbeeren. Die wachsen ja immer hier bei diesen Kiefern, gell? Also fast immer. Manchmal auch so knapp daneben. Oder hier auf so ein paar Abhängen. Der kanadische Hartriegel, eine typisch europäische Pflanze, wie der Name schon sagt, muss natürlich auch schön vertreten sein hier im Gehege. So, wo kann er denn noch hin? Da kann er hin. Hier zum Eingang. Hier rüber. Ist es vielleicht eine Gebirgspflanze und will irgendwie mehr am Hang stehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, Gelände soll er natürlich nicht abflachen. Das wäre ja das allerletzte, was ich will. Hartriegel hier einmal in die Schräge. So. Dann müssen wir mit Stein arbeiten. Wir müssen überlegen, was wir mit der Barriere machen. Da bitte eure Meinung auf jeden Fall nochmal zu. Die Kommentare. Glasbarriere lassen. Einseitig gespiegelt. Was auch immer. 2-3 Folgen wird es dauern, bis wir hier fertig sind, denke ich mal. Aber für einen Rohbau ist es schon gar nicht schlecht. Und, naja, es integriert sich jetzt nicht so in den Zoo, wie ich es erwartet habe. Da haben mir die Pflanzen doch in der Tat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir schauen einfach mal, was wir noch rausholen können. Das Ding muss auf jeden Fall weg. Warum auch immer, es hat mich gerade gestört. Ja, beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter. Dann nehmen wir hier oben uns dieses Gebäude nochmal vor. Wir müssen es ja noch abstützen, ne? Es fliegt ja nicht und schwebt ja nicht einfach hier rum. Also genug zu tun. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.